dass wir so unglaublich geliebt sind, dass wir in jedem Augenblick, wenn wir das geschehen lassen, Vergebung und Berichtigung geschehen lassen, neugeboren in Gott sind, komplett inspiriert im Heiligen Geist. Frei von allem. Einfach frei von allem. Und das ist unsere Natürlichkeit, das ist doch. Flash, spektakulär, natürlich, revolutionär. Du begegnest allen immer mehr so, hey wow, mir fehlt nichts. Mir fehlt einfach nichts. In der Gegenwart Gottes fehlt mir nichts. Da ist mir alles gegeben. Und das total ehrlich zu erfahren, das schenkt uns ja die Vergebung. Darum vergeben wir ja. Darum ist ja unsere Funktion Vergebung. Das ist ja unser größter Schatz. Das ist ja nichts, was wir müssen, sondern das ist ja der Schritt zur Erlösung, augenblicklich im Geist. Augenblicklich zu erfahren, hey wow, ich bin in Zeitraum gedacht, verletzt und ich kann mich ehrlich in die Gegenwart Gottes führen lassen, in der ich erfahre, okay wow, es ist gar nicht geschehen. Es ist nicht geschehen und das ehrlich geschehen zu lassen, dass das unsere Natur ist, unsere Natürlichkeit. Das ist ja das, was so alle sagen oder alle denken jetzt auch, hey, so neue Erde, habt ihr schon mal gehört? Neue Erde, wie kommt man da hin? Habe ich das Raumschiff verpasst? So. Und die neue Erde ist natürlich mein Geisteszustand. Bin ich bereit, in mir die Vergebung vollständig sein zu lassen? Das ist die neue Erde. Weil du dann weißt, jede Begegnung ist eine Gabe. Wir lassen ja immer mehr geschehen. Und ich hatte das mit einigen Menschen in Gesprächen, dass Jesus mir immer wieder gesagt hat, hey, ausrichten jeden Morgen einmal, hey Gott, ich will alles, was du mir gibst und gegeben hast, jetzt zu mir kommen lassen. Ich will mich nicht länger verstecken. Und indem ich das natürlich lehre und lerne, indem kommt alles zu mir. Danke für all die Heilung. Weil wir in Gott sind und diese Idee wirklich werden zu lassen, das ist ja, darum wird ja unsere Wahrnehmung berichtigt. Ich nehme mich als verletzt wahr und ich kann bitten und augenblicklich sagt Jesus, hey, wenn du willst, führe ich dich in deinem Geist, in deinen Herzen, an den Ort in dir ehrlich erfahren, an dem du in der Gegenwart Gottes bist. Das ist die Berichtigung, die er uns anbietet in jedem Augenblick. Das ist, was er sagt, hey, Vergebung ohne diese Berichtigung ist eine leere Geste. Und wir haben ja nichts Besseres, als uns dem immer mehr hinzugeben, oder? Was sollen wir sonst den ganzen Tag machen? Und dieses Abenteuer ist ja auch, dass wir wirklich alle so unterrichtet sind, so individuell. Und was du erzählt hast heute, wow, ich habe die Augen zugemacht und es war Licht plötzlich und ich mache sie auf im Dunkeln und da ist dunkel und in mir ist nur Licht. Und diese ganzen Übungen von Vergebung, okay, wir sind wirklich nur Licht. Ich bin ein lichtvoller Gedanke Gottes. Das ist ja das, was geschieht. Und dann zu fragen, hey, kennst du das auch? Oder muss man sich Gedanken machen? Na, dazu haben wir uns ja alle. Und nein, das weist dich nur darauf hin, wessen Gedanke du wirklich bist. Und alles kommt und alles geht, weil wir hier in Zeitraum, im Traum belehrt werden. Und so ist jede Belehrung immer wieder neu.
und immer tiefer und es lässt sich nicht vergleichen. Das Ego vergleicht, das Ego versucht sich zu definieren über Vergleich und wir sind, wie Gott uns schuf. Wir sind das nicht, diese Idee über uns. Einfach ein Missverständnis. Ein universelles Missverständnis, das ist unser Ego. Ach, ich habe mich nicht getrennt. Super. Super. Und es sagt Jesus, wenn Krankheit wirklich wäre, könntest du nicht geheilt sein. Wenn die Welt wirklich wäre, könntest du nicht vergeben. Wir vergeben, weil die Welt meine Wahrnehmung ist von Trennung, der Trennungsgedanke. Und zu sagen auch jetzt, hey Jesus, hey, ich will mich ehrlich von dir berühren lassen, Heiliger Geist, Gott, ich will das nutzen, ich will dieses Ganze hier sein, ich will mich tiefer, tiefer, wenn du sagst, hey, wenn zwei und drei in deinem Namen und hier sind so viele in deinem Namen, dann will ich das geschehen lassen. Das sagt Jesus ja, ich weiß, du wirst verändert durch die Liebe Gottes, du lässt dich mehr so da sein, strahlen, gegenwärtig, wie du bist. Und uns in dem die Hand zu reichen, dass wir hier wirklich nur Liebe sind und nichts anderes. Und was Trude gestern beschrieben hat, ich habe mal bei so einem buddhistischen Mönchen Zoom-Workshop ein Wochenende mitgemacht. Und der hat gesagt, wenn die so anfangen, Priester oder in da reinzugehen, in das Kloster, dann wird das für 3 Wochen geschlossen. Und diese 3 Wochen widmen sie sich komplett dem Hass und aller unterdrückten Dinge. Und er hat gesagt, du kannst dir nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann abgeht. Wenn wirklich so viele Leute sagen, hey, wir wollen hier Buddha dienen und dazu muss ich das rauslassen, zulassen, was ich nicht bin. Und er meinte, dann geht das 3 Wochen dermaßen ab und dann ist Frieden da. Weil wir dann mehr die sind, die wir sind. Es geht nicht darum, das sagt Jesus ja auch, hey, du musst nichts unterdrücken, du musst nur bereit sein, mir zu vertrauen. Du weißt nicht, was Heilung ist. Wenn du es wüsstest, wärst du geheilt. Du weißt nicht, was dir dient. Ist doch Flash, oder? Dass wir uns nur immer wieder so, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient, ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Ich weiß es einfach nicht. Nur ich weiß, ich erfahre, wenn ich das geschehen lasse, wenn ich mich von Gott berühren lasse und mich einfach in dem sein lasse, ist nur Freude da, Licht, nur Goodwill mit allen, für alle. Und das wollen wir miteinander teilen. Und das Ego wird immer sagen, hier ist ein gerechtfertigter Angriff. Soll ich lieber das Mikro nehmen? Danke. Danke, 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 danke. Vollständige Vergebung. Vollständige Vergebung. Und in dem werden wir so unterrichtet und manche sind so dabei, heilen, wir heilen ja alle, wir erinnern uns ja alle. Oder irgendjemand ist gerade damit beschäftigt, mit Lichtphänomenen, irgendjemand bekommt mehr und mehr die Inspiration, den Materialismus loszulassen und. Danke Devavan für dein Sein und dein Wirken in dem echt so. So wirklich aufzuzeigen und zu erfahren, wow, in Gott ist mir wirklich alles gegeben. Und es wird ja nicht oft im Kurs erwähnt. Nur irgendwann wirst du den Materialismus aufgeben, so gesehen, weil du erfahren willst, dass Gott dir alles gibt. Und sowas können wir nicht selber initiieren, sondern da lassen wir uns führen. Da sagen wir, Heiliger Geist, hey, ich will hier erwachen. Du bist jetzt mein Lehrer, meine Lehrerin, wie auch immer. Und in dem will ich mich nur noch von dir führen lassen.
Das ist das, ja. Ich will nicht mehr länger Unterricht beim Ego nehmen. Das habe ich seit Millionen von Jahren. Sondern jetzt beim Heiligen Geist. Und was geschieht? Hey, es ist einfach Glück da. Super. Und jetzt können wir anfangen, weil der Gerd ist da. Vollständige Vergebung. Schon mal gehört? Vollständige Vergebung. Alles, was ich gebe, wird mir selbst gegeben. Wenn du diese Aussage glaubtest, dann würden vollständige Vergebung, Gewissheit des Ziels und sichere Ausrichtung kein Problem darstellen. Es ist dann kein Problem mehr für uns, weil dann wissen wir, hey, natürlich will ich keinen Augenblick mehr hier nicht vergeben. Und dieses wirklich zu sagen, hey, das ist alles meine Leinwand, meine Projektion, und das zu nutzen und wirklich zu wissen, hey, mehr passiert hier gar nicht. Ich zeige auf, dass diese Projektion nicht das ist, was ich mit allen teilen will, weil es nicht mein Wille ist, das zu tun. Vergebung erinnert mich wieder an meinen wirklichen Willen, nämlich jeden Augenblick Freude, Wahrheit, Liebe mit allen zu teilen. Das ist ja, was geschieht. So. Na, wir werden ja wieder freigesetzt, so uns zu erinnern, yay, wir sind alle Geschwister in Gott, yay, wir wollen uns hier nur erinnern und inspirieren, was jeder hier für einen Teil zu geben hat. Das ist ja auch alles. Und nur die vollständige Vergebung bringt das alles, um die Welt zu segnen. Genau, das ist nämlich, wenn die Welt wird in Freude enden, in Frieden, in Lachen. Und nur die vollständige Vergebung bringt das alles, um die Welt zu segnen. Vollständig zu vergeben für einen Augenblick. Jesus sagt ja, es geht immer wieder um Augenblicklichkeit. Weil er sagt ja, ich habe ja selber auch diesen Irrtum inwendig komplett hier durch ganz Dasein mit aufzuzeigen, hey, mir ist nichts passiert. Aufgezeigt, dass es möglich ist. Darum sagt er ja auch, hey, wenn du mir nachfolgst, es geht nicht mehr zur Kreuzigung, sondern du bist dann aufgerufen, du bist da, du sagst, ey, ich bin hier, um Wunder zu wirken. Das machen wir ja mit Jesus. Wir gehen hier raus und zeigen auf, dass Gott wirklich ist. Und er sagt ja auch, hey, und viele werden das gar nicht merken, dass du verändert bist. Es geht ja nie darum, dass du dich auf den Marktplatz stellen musst, außer du hast die Inspiration. Und selbst dann wird es freudvoll sein. Du, der du Frieden willst, wollt ihr Frieden? Ja. Ja. Kannst ihn nur durch vollständige Vergebung finden. Du kannst den Frieden nur durch vollständige Vergebung finden. Nur. Keine Chance sonst. Wenn das, was du anbietest, vollständige Vergebung ist, dann musst du die Schuld losgelassen haben, indem du die Sühne für dich angenommen und gelernt hast, dass du schuldlos bist. Hier ist vollständige Vergebung, denn da ist kein Verlangen, irgendjemand aus deiner Vollständigkeit auszuschließen, in jähem Erkennen des Wertes seines Teils darin. Wow. Wow. Und dass das so die allergrößte Freude ist, wirklich, wenn wir uns so sein lassen, wie wir sind. Wenn wir, und selbst wenn alte, vergangene Dinge hochkommen, wir innehalten und sagen, hey, wow, das will ich jetzt nicht wahrmachen hier mit dir. Lass uns für einen Augenblick vergeben. Lass uns für einen Augenblick bereit sein, wirklich anzuerkennen, dass nicht das ist, was Gott gerade hier für uns will, weil Gott will unser gegenwärtiges Glück.
Und dass das wirklich unsere Wahrheit ist, die in dem angesprochen wird. Ich habe anfangs gedacht, ja, ich will mich nicht verstellen, Jesus. Und er hat gesagt, hey, einfach jeden Tag dir klar machen und sagen, irgendwann will ich allen alles vergeben haben. Weil das mein natürlicher Wille ist. Und der Wille, der da drüber liegt, der künstlich ist, der muss als das erkannt werden, dass der nicht wirklich ist. Es ist nicht mein wirklicher Wille, hier verletzt, traurig und zu sein. Das ist nicht unser wirklicher Wille. Das denken wir erstmal. Ich habe das auch 44 Jahre gedacht. Das ist so. Hier ist man verletzt. Hier ist man mal schlecht drauf. Kennt ihr das? So. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir schlecht drauf sind. Nur das ist echt nicht das, was Gott für uns will. In dem Augenblick sage ich, mir ist meine Zeitraumidee heiliger als das, was der Heilige Geist mir gerade anbietet. Und das ist schon alles. Und damit easy zu sein, wow, wie abgefahren. Wow. Die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt. Jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung des Geistes unternehmen, der diese Welt gemacht hat, und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken, um deren Willen du sie gemacht hast. Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß ja, wie Vergebung geht, und nichts hat geholfen, nichts hat geholfen. Ich habe gefragt, wie ist das entstanden, und nichts hat sich gelöst, bis ich irgendwann einfach gefühlt noch Stunden in dieses Bild rein bin, aus einem Impuls heraus, und einfach so gesehen diesen Mann umarmt und geliebt habe, und dann hat sich alles erlöst. Und wo wir hingeführt werden, und dass es immer um Heilung geht, einfach immer, immer, immer um Heilung. Und wir müssen nicht selber suchen, es wird uns alles gegeben. Im Endeffekt hast du immer deinen Geisteszustand da draußen. Und egal, was mir jemand sagt, wenn mich jemand um Hilfe bittet, es geht alles in mir tiefer in Vergebung, weil ich immer weiß, der andere kommt, um mich tiefer erlöst sein zu lassen. So, und das ist ein totales Geschenk, dass wir wirklich wissen, hey, entweder teilen wir den Traum oder wir teilen einfach die Wahrheit für einen Augenblick immer wieder. Und das wollen wir einfach ausdehnen. Was für ein Geschenk. Gerd, bist du da? Gerd, nee. Ich meine, ich habe deinen Namen Dirk. Du, ja genau, sag nur mal. Gerald, genau, war doch fast. Gerald, du bist heute Morgen so dermaßen in meinem Geist gewesen, als ich gesagt habe, hey, was ist denn heute Workshop, was wollen wir denn machen? Und dann hat Jesus gesagt, dass du dir total Heilung wünschst. Stimmt das? Okay. Und von daher darfst du anhand eines Buchstabens die Übung auswählen. Und du kannst jetzt kurz die Augen schließen und noch auflassen, und du kannst jetzt gleich aussuchen, ob A oder B geschieht. Nur A und B. Ja, 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 genau, nur. Es ist total Begrenzung. Zeitraum ist ja immer wieder Begrenzung. Vielleicht geht es in der Übung gleich auf. Ah, okay. A ist nicht so viel Umbau. Der Kurs ist ja total praktisch, oder? Ja. Total. Total. Jesus will ja wirklich, dass wir so, auch gerade in nahen Beziehungen, so, dass wir wirklich lernen, dass jeglicher Versuch, den anderen fernzuhalten, sei es durch ein Urteil oder, immer wieder nur die Angst vor Gott ausdrückt. Jesus sagt, solange du vor deinem Bruder Angst hast, solange hast du vor Gott Angst.
weil Gott in allen und allem ist. Und wir machen gleich eine Zweierübung. Und du musst die nicht mitmachen, du kannst im Raum bleiben und sagen, nee, ich mag nicht. Also total freier Wille. Wahrscheinlich die Schuhe oder ein offenes Getränk. Das kann nur eins von beiden sein. Was du gleich machen kannst, ist eine Einladung. Du kannst es auch gut mit jemandem machen, mit dem du nah bist. Du kannst es aber auch jemand nah bist, mit dem du Projektion hast. Du kannst es auch mit jemandem machen, den du scheinbar gar nicht kennst. Und es ist, ihr geht aufeinander zu gleich, Schritt für Schritt. Okay, ihr steht auseinander zu zweit und du siehst den anderen, also du siehst die Person, die dir gegenübersteht, okay? Du siehst erstmal die Person, die dir gegenübersteht, in dem Wissen, dass das Bild, was ich von anderen habe, nicht die Wahrheit ist. Darum kannst du es auch mit in Beziehungen oder in Freundschaften könnt ihr das auch gut machen, wenn ihr wollt. Und ihr einigt euch, wer anfängt. Und wenn ich hier stehe und sagen würde, hey, ich fange mal an, dann frage ich den Heiligen Geist und frage mich, hey, was halte ich denn da? Was halte ich denn da für ein Bild? Ich vergebe mir, dass ich mal die Kleinheit in dir gesehen habe, um mich selber sicher zu fühlen, zum Beispiel. Und da bitte ich Vergebung rein. Und dann gehst du einen Schritt und dann spricht der die andere aus. Erstmal hört ihr nicht, weil ihr schreit euch nicht an, sondern das ist wirklich, aber es wird ausgesprochen. Manchmal hat es eine ganz starke, eine Stärke, Dinge auszusprechen. Schon mal gemerkt? Je näher ihr kommt, dann hört ihr das, was der andere sagt, die andere sagt. Und wenn ihr dann ganz direkt voreinander steht, dann fragt ihr euch echt, was steht noch dazwischen, um dann wirklich für einen Augenblick den Christus im anderen zu sehen und zu umarmen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns alle liebst, oder? Danke, dass das so jeden Augenblick, wenn wir dir den geben, dass das alles unsere Erlösung ist. Als ich dich gerade so stehen sehe, Anna, habe ich gedacht, ich habe vor Jahren mal so eine Veranstaltung mitgemacht, da haben wir so Musik gemacht und ich habe das so moderiert und aus Purple Rain Liebesregen gemacht und wir hatten so Generalproben und es waren so einige da zum Singen. Und das ganze Ding war wie ein Seminar. Jeder ist wirklich so durch seine Hölle in den Himmel gegangen. Und es ist wirklich so alles, was Gott uns an Inspiration gibt, so mit Brüdern zu teilen. Das ist so alles für uns. So jeder Augenblick ist ein Heilungsaugenblick. Und das so miteinander zu teilen und uns daran zu erinnern. Und wenn wir es mal vergessen und merken, zu sagen, okay, wow, hey, ich rufe mal eben Bruder an oder so. Oder lauf mal durch die Straße und treff da ein. Und ja, dazu haben wir uns alle. Und Jesus sagt, es gibt keinen Zufall in Heilungsbegegnung. Und das Einzige, was wir manchmal versuchen, wenn wir so Angst vor dieser gegenwärtigen Liebe haben, dass wir Zeit machen, oder? Dass wir noch einen Gedanken, ach, das muss ich morgen vergeben, damit ich dich ganz lieben kann. Und das ist alles. Und wir sind immer sicher. Und kennt ihr noch von ganz früher diesen Ausspruch, so Hand aufs Herz? Das war ja so eine, hey, Hand aufs Herz. Sei mal ehrlich, Hand aufs Herz. Was willst du wirklich, Hand aufs Herz? Was willst du hier, wenn du in jedem Augenblick wählst? Hand aufs Herz.
Was will ich mit dir teilen in jedem Augenblick und damit urteilsfrei zu sein, weil Berichtigung ist ja die größte Freude, die wir hier haben, oder? Ohne Berichtigung. Es ist ja auch dieses, ich kann das nicht genau. Und hätte ich der Liebe nicht, kennt ihr das aus der Bibel? Und hätte ich der Liebe nicht, wenn ich alles hätte, alle Schätze der Welt, wenn ich weissagen könnte, weil mein drittes Auge poliert ist. Und hätte, ja, und hätte der Liebe nicht, so hätte ich nichts. Und darum sagt Jesus im Kurs, hey, es geht um die Meisterschaft der Liebe. Und wir sind Liebe und Jesus sagt, ich kann dich nicht lehren, was Liebe ist, aber ich kann dir helfen, wenn du sagst, ich bin bereit, mit mir, mit dir die Hindernisse zu suchen und auch zu finden. Das sagt er, das ist ja der Unterschied zum Ego. Mit Jesus müssen wir bereit sein, die Hindernisse zu finden, mit dem Heiligen Geist. Mit dem Ego können wir sie suchen. Weil das Ego ist Suche und Finde nicht. Und das ist ja der Unterschied. Mit Jesus ist es mir augenblicklich gezeigt, was ich dazwischen halte. Was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob es im Zoom, war das auch gut für euch? Ja? Okay. Das... Ja, wie schön. Ja, wie schön, dass wir gemeinsam heilen. Wie schön, dass wir hier uns inspirieren, wie schön, dass wir alle hier sind und so jeder Augenblick, jeder, der hier lehrt und lehrt ja das, was er lernen will und ich will einfach alle Hindernisse in meinem Geist erlöst sein lassen, die ich der gegenwärtigen Liebe immer wieder in den Weg stelle. Und danke, danke, dass ihr mir dabei helft. So jeder Augenblick, so jede Begegnung hier, oder? Jedes Wort, was wir beieinander richten. Egal, wo wir sind, auf der Toilette oder kurz ein Lachflash, oder? So, darum gehen Frauen ja gerne zusammen auf die Toilette, wenn es immer so witzig ist. So. Ah. Danke. Danke. Und... so ein Segen für uns alle. Danke Gott, dass du uns hier wirklich alle meinst. Und auch wenn wir eins sind, dass deine Ansprache, deine Berührung so persönlich ist, dass wir so gemeint sind, hier in unserem Auftauchen unsere Liebe zu geben. Und das so wertvoll ist, weil es sich nicht vergleichen lässt. Es ist nur das Ego, was vergleicht. In Wahrheit kannst du es nicht vergleichen, weil das eine zum anderen beiträgt. Der eine inspiriert den anderen und in dem leuchten wir hier, oder? Danke. Und dazu bist du gerufen. Und spürst du den Ruf in dir? Und Hubert und ich, wir haben in Bremen zusammen ein Seminar gegeben und dann hat Jesus mir eine witzige Aufstellung reingegeben. Da ging es darum... Da hinten steht der Ruf. Alle sind gerufen, die wenigsten antworten. Kennt ihr das? Okay. Und es war die Aufgabe, auf den Ruf zuzugehen. Total ehrlich. Habe ich wirklich geantwortet. Und die stehen blieben, Jesus hat mir gesagt, hey, für die stehen bleiben, kommt der Ruf dann zu denen, wo die stehen bleiben. Damit erfahren wird, hey, egal wo du stehst, egal selbst wenn du noch nicht ganz geantwortet hast, du bist jetzt schon für Gott zugänglich und wirksam. Und hinterher hat eine Frau gesagt, die auch schon so länger mit dem Kurs ist, die hat gesagt so, hey, ich habe natürlich gedacht, ich gehe ganz auf den Ruf zu und die Hälfte ist nicht, also ist an der Mitte stehen geblieben oder so, weil es war so ehrlich, wir haben Ehrlichkeit angeladen, wir haben gesagt, okay, es kommt keiner weiter. Und diese Frau stand dann vor der Hälfte und hat hinterher gesagt, ja, und dann stand ich vor der Hälfte und habe gesagt, oh, wenn das jetzt einer sieht. So. Und sie meinte, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich wusste, der nächste Schritt ist, damit die anderen denken, wie weit ich bin. Und in dem hat sie eine dermaßen Transformation erfahren. Und damit ehrlich zu sein, weil Jesus sagt, du verstehst Gott nicht. Weil du dich selber nicht verstehst, weil du immer wieder vergisst, wer du bist. Darum verstehst du auch deinen Bruder nicht. Und diese gegenwärtige, ehrliche,
ehrliche Berührung, Belehrung einfach da sein zu lassen. Wir müssen Gott nichts beweisen, sondern wir sind. Wie schön, oder? Einfach ehrlich miteinander zu sein. Es gibt nur zu gewinnen, gar nichts zu verlieren. Gar nichts. Gar nichts. Wir gewinnen nur, weil es gar nicht anders geht, weil unser Erbe das Königreich Gottes ist. Und wenn ich sage, ja, ich will, ist mir das augenblicklich gegeben, uns allen. Yay, what a flash.